Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Roberta an. Dieser hat über die Julius Zöllner Babymatratze geschrieben, welche er mit 4,4 Sternen bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Herzlich willkommen, liebe werdende Mamas und Papas. Meine Frau und ich waren damals bei der Babymesse in Berlin und haben uns bei mehreren Ständen über Babymatratzen beraten lassen. Auch im Internet haben wir weiter recherchiert, um für unseren Nachwuchs die beste Babymatratze zu finden, auch sollte der Preis nicht zu teuer sein. Wir wollten sozusagen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir haben uns dann für die Julius Zöllner Babymatratze Dr. Lübbe Erd Premium entschieden. Die Gründe dafür werde ich hier noch erläutern. Bevor ich meine Erfahrungen von der Julius Zöllner Babymatratze berichte, möchte ich kurz erklären, was die Babymatratze Dr. Lübbe Erd Premium so besonders macht und welche Vorteile sie bietet. Die Matratze wird in deutscher Handarbeit hergestellt und ist nach dem Ökotech-Standard 100 Schadstoff geprüft. Eine stetige Überprüfung der Qualität des Produktes ist bei Julius Zöllner essentiell wichtig. Die Matratzen werden regelmäßig von unabhängigen Instituten nach Ökotech-Standard 100 Produktklasse 1 auf Schadstoffe getestet. Die Babymatratze Erd Premium ist der Bestseller im Sektor der hochwertigen Dr. Lübbe Babymatratzen. Die bewährte Aufbau der Dr. Lübbe Babymatratzen nach dem Drei-Schichte-Prinzip genehmigt den Einsatz einer mittelweichen Babyseite, einer stabilen Kleinkindseite und eines unterstützenden Matratzenkerns. Durch die Kombination von mittelweichen und stabilen Matratzenelementen wird eine optimale Unterstützung der Wirbelsäule des Babys erreicht. Die elastische Methode der Dr. Lübbe Babymatratzen wird durch eine mittelweiche Oberschicht, eine widerstandsfähige Unterschicht und einen unterstützenden Matratzenkern verwirklicht. Das Drei-Schicht-Prinzip erlaubt den Einsatz weicher, babygerechter Schäume. Dank ihrer hohen Punktelastizität geben sie schon bei geringer Belastung nach. Dabei werden sie von einem stabilen und technisch aufwendigen Kern getragen. Der Körper des Babys wird auf diese Weise perfekt unterstützt, ohne dass dieser direkt auf einen zu festen Schaum trifft. Hochwertige Rohmaterialien und eine hohe Punktelastizität machen Kaltschaum zu einem Premium-Material für Matratzen. Kaltschaum ist umweltfreundlich und speziell für Allergiker geeignet. Baby Protection ist ein Funktionsstoff, der gezielt Bakterien, Haushaltsmilben und Schimmelpilze abweist. Er nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie schnell wieder an die Umgebung ab. Der Bezug ist teilbar und waschbar bei 60 Grad im Schonwaschgang. Der Bezug besteht aus 50% Polyester, 30% Baumwolle, 20% Polyacrylnitril. Die Julius Zöllner Babymatratze Dr. Lübbe Erd Premium gibt es in zwei verschiedenen Größen. In den Standardgrößen 60 x 120 cm und 70 x 140 cm. Beide Babymatratzen sind 12 cm hoch. Die Babymatratze ist sehr hochwertig verarbeitet. Die Reißverschlüsse funktionieren nach mehrmaligem Benutzen und waschen immer noch tadellos. Ohne Klemmen und ohne Stoffverzug. Die Matratze muss auch regelmäßig als Trampolin herhalten, was hier auch nichts ausgemacht hat. Ich bin nicht der Fan von Stiftung Warentest, sondern höre lieber auf Kundenmeinungen. Aber die Dr. Lübbe Erd Premium wird hier auch gut mit 2,3 bewertet. Somit zurzeit eine mit der besten Babymatratzen. Gute Qualität, super Liegekomfort und das ab einem Preis von 99 Euro. Es gibt zwei Matratzen, die von Stiftung Warentest minimal besser bewertet worden sind. Die kosten aber dafür weit mehr als 150 Euro. Daher ist die Julius Zöllner Dr. Lübbe Erd Premium für mich und meine Frau der Testsieger im Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich bin kein Matratzenexperte und habe auch keinen Doktor in Schlafanalyse, aber ich bin ein Vater, der möchte, dass sein Sohn gut und gesund schläft. Unser kleiner Sohn schläft super auf der Babymatratze. Er schwitzt weniger als im Reisebett und schläft besser durch. Durch die Baby- und Kleinkindseite hat man auch einige Jahre was davon. Manche behaupten, dass sie nach längerer Zeit Liegekuhlen bekommen. Das ist bei unserer nicht der Fall. Sie machen nach der Zeit noch einen sehr soliden Eindruck. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.